Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier in unserem Mountainpark. Und ich finde, es ist schon echt schön geworden. Es könnte gut sein, dass das jetzt hier schon die allerletzte Baufolge sein wird. Weil ich glaube, wir könnten hier fertig werden. Ich gehe mal eben aus dem Beobachtungsmodus hier raus. Weil wir haben ja eigentlich nur dieses Stück hier vor uns. Und wir müssen das neue Gehege, was ja wirklich groß geworden ist, ihr seht das ja schon, müssen wir auf jeden Fall noch einige Dinosaurier reinsetzen. Ich hatte ja gesagt, 20 Dinosaurier ungefähr. Aber ich weiß gar nicht, ob das nicht zu wenig sind. Es kommt halt echt darauf an, was für Dinosaurier wir nehmen. Aber ihr seht ja schon, so ein bisschen verteilen sich die Dinos hier. Und das soll ja auch so sein und das ist auch echt cool. Namensvorschläge habe ich natürlich auch jetzt sehr, sehr viele von euch bekommen. Und ich würde sagen, wir gehen die mal eben einmal schnell durch. Fangen wir mal bei den Diplos an. Da haben wir einmal den Namen Littlefoot. Der wurde sich sehr, sehr häufig gewünscht. Ist ja auch ein Standardname für so einen Langhals. Als zweites haben wir da Duplo. Der wurde sich auch zweimal in den Kommentaren gewünscht. So, zum nächsten Dino. Da nehmen wir mal den Stego. Da haben wir gerade das Alpha-Weibchen hier in grün. Das heißt Spike. Wurde sich, glaube ich, auch öfter gewünscht. Dann haben wir Klaus. Das ist dieser dunkelrote oder Bordeaux-rote. Ist die Farbe, glaube ich. So, und zu guter Letzt haben wir Kuna. Auch ein sehr schöner Name. Das ist hier dieser, ja, rötlich-orangene. Der sieht auch sehr, sehr cool aus. Dann kommen wir zu den Gullies. Die laufen gerade hier hoch, machen gerade eine Wanderung. Mega cool. Da haben wir einmal das... Ist gar nicht das Alpha-Weibchen geworden? Oh, okay. Ich dachte, weil der bessere Werte hat, wird er zum Alpha-Weibchen. Ist er aber gar nicht geworden. Okay. Da haben wir Duck. Dann haben wir hier Gollum. Hier haben wir Roadrunner. Auch ein sehr passender Name. Für alle, die ihn nicht kennen. Meep, meep, ne? Guckt ihn euch an. Roadrunner ist cool. Ich weiß gar nicht, ob das noch im Fernsehen läuft. So, Cynthia. Und zu guter Letzt Lawless. Also wieder sehr, sehr schöne Namensvorschläge. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und ich finde, das Gehege ist schon echt sehr, sehr schön geworden. Falls das hier heute die letzte Baufolge wird, dann werden wir aber definitiv noch eine Folge machen, wo wir diese ganzen Besichtigungsattraktionen einmal durchfahren. Zum Beispiel hier diese Einschienenbahn und die Gyrosphärenfahrt und sowas. Und vielleicht hier nochmal das ein oder andere Gehege mit dem Jeep oder so reinfahren. Also so ein bisschen den Park halt besichtigen, das habe ich auf jeden Fall auch noch vor. Aber es kommen jetzt erstmal noch neue Dinosaurier in den Park. Und die habe ich hier schon ausgebrütet. Da haben wir nämlich einmal zwei Brachiosauren. Die wurden sich auch sehr häufig gewünscht. Und drei Torosauren. Es kommen noch mehr Dinosaurier heute, aber die werde ich gleich danach ausbrüten. Ich würde sagen, wir lassen jetzt erstmal hier die fünf Kandidaten hier frei. Da haben wir einmal Regenwaldmuster und Sumpfmuster. Lassen wir mal zuerst Regenwald frei. Das dauert ja immer sehr, sehr lange bei Langhälsen. Aber Brachiosaurus ist echt ein ganz, ganz toller Dinosaurier. Auch einer meiner Lieblinge. Ach, immer wieder schön, sich das anzuschauen. Genau, und ihr seht es hier schon, der hat noch keinen Namen. Also ihr dürft gerne für die neuen Dinosaurier, die wir heute freilassen, auch wieder Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Es könnten hier schon die letzten Dinosaurier sein, die wir in diesem Park freilassen werden. Dann lassen wir hier noch einen Brachiosaurus frei. Das war jetzt, glaube ich, Sumpfmuster, ne? Oh ja, der ist so ein bisschen goldgelblich. Sieht ganz cool aus. Ach, sehr schön. Und dann kommen die drei Toros. Da haben wir zweimal das Regenwaldmuster und einmal das Steppenmuster. Ich habe mir hier wieder das gleiche gedacht, dass der hoffentlich das Alpha-Weibchen wird, weil er hier bessere Werte hat. Aber anscheinend ist das ja nicht so. Das haben wir gerade festgestellt. Ah, jetzt sind natürlich die Brachios im Weg. Okay, der erste Toro hat irgendwie von der Animation gerade nicht geklappt. Lassen wir den zweiten frei mit Regenwaldmuster. Jetzt klappt's auch. Schön bei Regen. Wir sehen nichts. Na gut, es geht gerade.
Hey Isa. Es wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass der ja in bergigen Gegenden gelebt haben soll. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber ich habe ihn einfach mal ausgebrütet, weil der Toro ist auch echt immer ein sehr schöner Dinosaurier. So, und den letzten lassen wir auch frei. Steppenmuster. Das klappt ja. Klappt hier irgendwie wieder nicht. Müssen wir uns das Ganze so anschauen. Ah, jetzt chillen die alle hier, ne? So, es klappt endlich. Da kommt er. Oh, der hat einen richtig schönen Skin, glaube ich. Oh ja, der ist echt schick. Ja, sieht cool aus. So, unsere neuen Mitbewohner hier. Ich werde die mal eben ins Gehege rüberbringen. So, da fliegen unsere Dinosaurier. Die Toros habe ich hier hinten eingeplant. Also die werden hier landen, in dem Bereich, wo die Diplos aus sind. Und die beiden Brachios, die habe ich hier vorne hingemacht. Im Endeffekt werden sowieso die Dinosaurier wieder hinlaufen, wo sie wollen. Deswegen ist es eigentlich egal, aber... Oh, mal schauen. Vielleicht bleiben sie ja hier in dem Bereich. Wäre auf jeden Fall ganz schön. Schauen wir mal. Jetzt werden sie landen. Und dann haben wir schon 15 Dinosaurier hier in dem Gehege. Aber wir werden auf jeden Fall noch weitere ausbrüten. Also auf jeden Fall 5. Vielleicht auch noch mehr. Ich würde sagen, wir lassen auf jeden Fall am Ende der Folge noch ein paar Dinosaurier frei. Jetzt soll es erstmal reichen. Wir wollen nämlich jetzt erstmal gleich wieder bauen. Und da sind sie gelandet. Und die sind doch auch sehr, sehr schön. Die passen auf jeden Fall sehr, sehr gut in das Gehege hier. Können wir denn hier mal einmal... Ja, guck mal. Hier können wir sogar schauen. Da hinten sieht man ein paar Stegos. Hier sieht man die Brachios. Ach, ist toll. So, dann gucken wir nochmal, was die Toros machen. Die sind da hinten auch noch nicht gelandet. Doch, sind sie. Wo sind sie denn? Oh, die laufen erstmal in den Wald rein. Da kommt er. Da ist ein Toro. Und der läuft jetzt hier auch rum. Ist doch auch schön. Super. Hier vorne, die sind auch schon am Mampfen. Ach, toll. So, dann können wir uns wieder ans Bauen machen, würde ich sagen. Das letzte Stück, was wir noch bebauen müssen, ist das hier. Und ich denke mal, das werden wir in der heutigen Folge fertig kriegen. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns direkt an die Arbeit. Wir machen mal alles hier weg, was provisorisch war, also was nicht endgültig war. Das heißt, bis hierhin kommt die Strecke weg. Ja, bis hierhin ungefähr. Und das Erste, was wir machen sollten... Oh, da laufen noch Menschen. Die sehen aber nicht sehr glücklich aus. Schaut mal. Er sieht geil aus, wie er guckt. Und die Körperhaltung. So. Das Erste, was wir machen, ist natürlich ein Weg hier. Von hier unten nach da oben. Jetzt wird erstmal wieder viel geglättet hier, dass das hier vernünftig aussieht. Wenn der Weg hier zu steil, also so steil ist, finde ich das gar nicht so schlimm. Ich meine, das ist ja kein Besucherweg. Das ist nur halb so wichtig. Aber wir glätten natürlich auch so ein bisschen über. Aber ich finde, das hier geht sogar zum Beispiel noch. Beim Besucherweg hätte ich gesagt, ist zu steil. Aber hier bei so einem Industrieweg ist egal. Wir wollen jetzt auch nicht zu viel Platz verschenken wegen so einem unwichtigen Weg. Der ist eigentlich nur da, damit wir hier eine Wegverbindung überhaupt haben. Also von daher wirklich, wirklich nicht wichtig. Auf diese Ebene, was packe ich denn hier am besten? Ich würde fast sagen, dass wir hier eine oder unsere Einschienenbahnstation packen. Und zwar, in welche Richtung machen wir das denn? Ich glaube, wir machen das so. Ja, ich glaube, wir machen das so. So, und dann kann man hier hinten später die Strecke langlaufen lassen. Dann müssen wir natürlich in einer guten Kurve machen, dass das auch vernünftig aussieht. Gerade war das nicht so nice. Sieht hier halt so ein bisschen hügelig aus, aber das liegt daran, dass hier der Boden so uneben ist. Vielleicht können wir hier nochmal ein bisschen überglätten, den ganzen Kram. Oder hier ein bisschen senken später. Aber das ist jetzt erstmal auch gar nicht so wichtig. Und wir müssen halt jetzt überlegen, wo machen wir unser Hotel hin und solche Sachen. Weil das Hotel will ich auf jeden Fall noch hier hinbekommen. Und ich würde fast sagen, dass wir das hier oben hin machen. Eigentlich ist dieser Platz ziemlich perfekt, muss man ja mal sagen. Allein schon, weil wir da eine Aussicht nach hier links haben. Und das ist echt, gefällt mir sehr, sehr gut. Vielleicht können wir ja auch noch ein Gehege hinkriegen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Wir müssen natürlich jetzt erstmal schauen, dass wir hier gleich noch den Weg nach oben kriegen. Weil hier müssen wir auch eine Wegverbindung schaffen. Es wird auch nochmal ziemlich knifflig. Und das wird ja auch ein Besucherweg werden. Das heißt, wir dürfen hier nicht ganz so steil arbeiten. So, geglättet habe ich das Ganze. Ich hoffe, das reicht so aus. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn es ausreichen würde. Wir machen jetzt einfach mal hier diesen Zweierweg, den es schon vorgefertigt gibt.
Benutze ich ja gefühlt sehr, sehr selten. Wobei der diese ganz schönen Fähnchen oder Beleuchtungsdinger und Mülleimer hat. Aber das ist halt leider sehr random platziert. Also man kann das halt nicht selber einstellen. Deswegen stört mich das immer so ein bisschen. Was packen wir noch hier oben hin? Vielleicht können wir hier noch ein Geschäft hinmachen. Könnten auch so ein Sicherheitszentrum oder sowas mal hinmachen. Das ist natürlich riesig, ne? Ich glaube, das wird nichts. So einen kleinen Laden. So ein Laden wird hier sogar noch hingehen. Ja, nur wo, ne? Wir könnten den halt hier irgendwo hinmachen. Oder so. Boah, ich weiß nicht, ob das hier passt. Es wird alles super, super eng werden. Was machen wir denn hier noch hin? Also hier ist halt noch Platz. Aber auch nicht so viel Platz, dass wir was Sinnvolles hinbauen können. Wir könnten hier höchstens einen Schutzraum hinbauen. Das könnte noch passen. Oder auch nicht. Baukasten verbaut. Hier ganz am Rand geht's. Ach egal, wir platzieren den jetzt einfach mal hier direkt dran. Das passt schon. Und dann glätten wir hier nochmal so ein bisschen über die ganze Sache. Und die Dinos sind schon ordentlich am Schreien da im Hintergrund. Hat es gerade ganz gut gehört. Oh, das sieht doch schon mal super aus. Können ja gleich mal das Stück hochfahren mit dem Jeep, ob das zu steil ist oder ob das noch klar geht. Ich glaube, das geht klar. Ich senke nochmal hier auf der linken Seite ein bisschen. Jetzt glätten wir nochmal das Ganze über. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen glatter. Dass das hier dann so eckig und kantig wird, ist an sich nicht schlimm. Können da eigentlich auch gleich noch einen Zaun hinterbauen. Also so einen Lichtschutzzaun, also so einen großen Zaun, würde ich sagen. Einfach hier hinter machen und dann passt das schon. Die Einrastpunkte sind hier wieder richtig nice. So. So. Ja, es sieht aber schon sehr, sehr blöd hier aus, ne, mit diesen kantigen. Also da muss ich halt doch noch mal ein bisschen bei. Das geht nicht anders. So. Hier hinter machen wir auch gleich noch Wald, dass das nicht mehr ganz so steil aussieht. Ja, das sieht aber schon ganz gut aus. Vielleicht können wir gleich hier noch so ein Stückchen die Kurve bauen. So. Hätte man hier auch machen können. Und so. Ja, das passt doch soweit. Dann baue ich mal eben hier noch einen Zaun entlang, glaube ich. So, der Zaun steht soweit. Ich würde sagen, wir fahren mal kurz die Strecke ab und gucken, ob das nicht zu steil ist. Wir können hier mal ganz kurz die Farbe einstellen. Ich glaube, ich nehme mal Team Orange. Das nehme ich nämlich sehr, sehr selten. Nehmen wir mal die orangene Farbe. Die kann man auch beim Helikopter einstellen, glaube ich. Schauen wir doch da auch mal eben nach. Na, gib mir das. So geht denn der immer auf dieses Ding. So, das wollte ich, genau. Und genau, hier können wir auch den Helikopter auf Orange machen. Jetzt haben wir alles in Orange. Das ist doch ganz schick. Und dann fahren wir mal eine Runde da hoch. Gucken uns das Ganze mal an, wie es aus, ja, Besuchersicht bzw. Mitarbeitersicht aussieht. Aber das geht aber klar, oder? Schaut mal. Ich denke, der Weg ist in Ordnung. Für die Mitarbeiter auf jeden Fall. Und dann kommt man hier hoch. Hier ist dann die Einschienbahn. Noch so ein Schutzraum. Und dann geht es hier hoch. Mal schauen, ob das hier nicht zu steil ist. Ne, sieht aber ganz gut aus. Das passt schon. Und ich glaube, viel mehr können wir auch gar nicht machen, außer dann noch so ein paar Bäume und so. Also, das sollte dann auch gehen. Wir können jetzt ja mal hier beim Hotel, das ist jetzt fertig. Da können wir mal eben die Aussicht anschauen. Und ihr seht, man kann auf jeden Fall so ein bisschen den Park überblicken. Ist natürlich nicht ideal, weil hier das Geländer im Weg ist. Aber man könnte da unten einen Dinosaurier erkennen. Man sieht sogar einen Edmund, oder? So ganz leicht. Ja, so am Rand. Ja, siehst du, ist doch ganz schick. Wie sieht das von hier aus? Das sieht doch auch cool aus, das Hotel so mitten auf dem Berg. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn auf die anderen Sachen? Also es wäre natürlich noch schön, wenn wir hier Läden hinkriegen würden. Wo sind die denn? Vielleicht können wir hier links noch so einen Laden hinmachen. Okay, ich habe mir soweit was überlegt. Also ich glaube, das könnte funktionieren.
Ich möchte nämlich von hier aus den Weg so entlang führen. Dann könnten wir eigentlich bis zum Rand hier gehen. Aber ich glaube, ich muss dann erst den Einrastpunkt hier setzen. Ich würde gerne am Zaun hier entlang gehen. Mit diesen großen Wegen ist das natürlich nochmal echt viel, viel schwieriger. Nochmal so. Kann man jetzt das Stück da hinten noch entfernen? Ja, perfekt. So habe ich mir das nämlich vorgestellt. Und dann könnte man hier nochmal ein Gehege bauen. Für irgendwelche kleinen Dinosaurier. Einfach nur so für die hier Hotelgäste sozusagen. So ein paar Dinosaurier im Eingangsbereich. Also. Und so. Das geht gar nicht. Okay, jetzt hat es funktioniert. Lag irgendwie daran, dass der Weg da im Weg war. Der Weg war im Weg. Genau, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier vernünftig um das Hotel herumgebaut bekommen. Na, hier geht es natürlich schon wieder nicht. Ich habe auch bei so Hotels noch nie so richtig einen Zaun drumherum gebaut. Mach ich das mal so. Ja, das war wahrscheinlich schon zu nah dran. Jetzt fängt es hier wieder voll an zu schütten. Machen wir erstmal hier rum. Ach, guck mal, das klappt leider hier nicht so. Man braucht ein bisschen mehr Abstand beim Hotel. So geht's aber. Und dann können wir hier einfach sozusagen die Schrägverbindung machen. Dann nochmal hier drumherum. Es wurde übrigens angekündigt, dass die Terrain-Tools jetzt im Sommer auf jeden Fall kommen. Das heißt, wir können diesen ganzen Park nochmal überarbeiten, wenn die Terrain-Tools da sind. Schön mit Klippen und anderen Untergründen. Das ist ganz cool. Okay, wir machen doch nochmal eine kleine Umbaumaßnahme hier bei dem Gehege. Ich habe mir überlegt, noch ein Pflanzenfressergehege daneben zu packen. Macht echt nicht viel Sinn, weil wir einfach schon so viele Pflanzenfressergehege hier oder so viele Pflanzenfresser im Park haben. Wir haben ja das riesige Pflanzenfressergehege, das sollte eigentlich reichen. Wir könnten hier einfach hier so einen Doppelzaun wieder machen. Und dann passt das eigentlich von der Sicherheit her. Ja, das passt. Und dann können wir hier nämlich ein Fleischfressergehege hinmachen. Das ist, glaube ich, ein bisschen cooler, wäre das. Ah, diese Kurve hier gefällt mir auch noch nicht so ganz. Ich glaube, die können wir auch schöner hinbekommen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall dann mit einem etwas breitereren Zaun arbeiten. Was denn, wenn wir... Die können wir gar nicht bauen, ne? Okay, dann... Also ich dachte, vielleicht können wir hier mit so einer kleinen Kurve arbeiten, aber ihr seht ja schon, das scheint hier nicht zu funktionieren. Machen wir es doch mit so einer Kurve. Ein bisschen besser aus. Dann hier einmal rum. Und dann nicht hier straight nach unten. Wir könnten natürlich auch noch das Gehege viel, viel größer machen, indem wir es irgendwo hier unten anconnecten. Zum Beispiel hier. Dann haben wir hier wirklich nochmal richtig viel Platz genutzt. Der Schrägen. Das wird gar nicht mal so ein kleines Gehege, das gefällt mir. Dann machen wir die Kurve noch ein bisschen enger. So. Und jetzt haben wir hier nochmal ein schönes Fleischfressergehege gezaubert. Das ist doch super. So, hier machen wir jetzt ein paar Läden hin. Zumindest noch zwei, drei Stück. Mal gucken, ob wir überhaupt noch drei da unterkriegen. So ein Fastfood-Laden mache ich, glaube ich, hier hin. Den machen wir mal hier auf die linke Seite. Ich habe den Weg hier nur einmal gemacht für mich, dass ich eine Orientierung habe, dass die auch alle gerade sind, die ganzen Geschäfte. Oh, ich hätte vielleicht so machen sollen. Okay, warte, wir machen das anders. Wir machen hier auf diese Seite die Bar, weil die halt den Eingang so schräg hat. Dann machen wir in die Mitte das Fastfood-Restaurant, weil das ja ziemlich mittig ist. Und auf die andere Seite machen wir dann das Fossiliengebiet. Das passt eigentlich perfekt. Das ist ideal. Ich hoffe, die sehen auch einigermaßen schick aus, die ganzen Läden, wenn die dann so nebeneinander stehen. Wir machen mal eben auf jeden Fall hier nochmal ein Stück Weg hin. Dafür müssen wir auch hier weitermachen, ne? Machen wir mal so. Jetzt machen wir mal hier so ein Stück hin.
Okay, das ist super. Hier führen wir das Ganze mal so entlang. Dann hier gerade. Hier müssen wir gleich auch gucken, ne? Das wird hier auch nochmal ganz schön knifflig werden. Der blöden Beobachtungsgalerie. Der Übergang von diesem... Ah, ich weiß nicht, ob ich hier diesen Weg machen sollte. Ich glaube, ich sollte hier schon anfangen, mit schmalen Wegen zu arbeiten. Jetzt vermutlich etwas einfacher machen. Wobei mit den Einrastpunkten hier... Eieieiei. Vielleicht kann ich auch... Kann ich das so machen? Dann hier noch was... Na, das geht alles nicht, ne? Also zumindest nicht so vernünftig, wie ich es gern hätte. Nee, dann lassen wir das einfach so gerade. Wir schauen mal eben, dass wir dann hier einmal vernünftig hingehen. Hier die Wegverbindung wird dann so werden. Sehr gut. Und hier hinten machen wir das ähnlich wie auf der anderen Seite. Hier nochmal so ein Wegstück runter. Und dann schräg. Bin mal gespannt, wie das gleich aussieht, wenn ich hier die Wegfläche ausfülle. Perfekt. Oh shit, hier habe ich eine Lücke reingehauen. Wir könnten sogar hier jetzt noch Wasser hinmachen. Frage ist nur, ob das hier Wasserhöhe ist. Das habe ich natürlich wieder nicht überprüft. Ist es nicht, oder? Nee, ist es nicht. Scheiße. So, ich muss jetzt hier alle Gebäude nochmal abreißen, neu bauen, damit ich das hier auf die Wasserhöhe bekomme. Das ist auch echt immer super nervig. Aber jetzt kann ich hier wenigstens vernünftig Wasser platzieren, hoffe ich doch mal. Dann kommt ein Stückchen noch. Hier geht's schon wieder nicht mehr. Doch, jetzt geht's. Okay. So habe ich mir das nämlich vorgestellt. Das sieht cool aus. Jetzt haben wir hier oben noch so ein kleines Wasserbecken. Müssen natürlich jetzt hier wieder ordentlich überglätten, aber auch ganz, ganz vorsichtig, dass wir hier nicht wieder zu viel Wasser verlieren. Oh, ich hoffe echt, dass der Weg hier nicht zu steil ist. Ah, und wenn schon, ne? Dann haben wir halt mal einen steilen Weg im Mountainpark. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Da gibt's Schlimmeres. Passt schon. So, hier gehen wir nochmal ein bisschen überglätten. Hier hinter auch. Oh, hier haben wir sogar noch voll den ungenutzten Platz. Können wir denn hier nochmal hinmachen? Ich glaube nicht wirklich was, oder? Vielleicht einfach mal so aus Optikgründen sowas? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich meine, es würde hier hinpassen, aber ob das optisch so gut aussieht. Wir können es ja einfach mal hinklatschen. Warum nicht? Benutzen wir mal so ein Ding als Deko-Element. Ja, aber soweit passt das jetzt, glaube ich, eigentlich, ne? Ist ganz gut. So. Hier machen wir natürlich wieder einen Zaun drumherum, würde ich sagen. Wobei wir allgemein hier einen Zaun hochziehen müssen, ne? So, der Zaun nach hier oben steht schon mal. Aber wir können den eigentlich hier weiterführen. Nur mal so. Die Einrastpunkte hier oben sind ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich würde ja eigentlich ein bisschen gerne so ein bisschen galanter um die Kurve kommen. Aber ihr seht ja, hier ist... Ich kann absolut nichts bewegen ohne Einrastpunkte. Ich weiß nicht, warum die hier oben so grauenhaft sind. Na, wir machen das Beste draus. Das passt schon. Ich glaube, den Zaun führe ich auch bis hier vorne. Den anderen. Ja. Und am Wasser entlang auf jeden Fall. So, bis hier hinten. Und einmal hier entlang. Ich weiß nicht, ob wir hier... Oh, wir kriegen hier sogar einen leichten Knick rein, das ist gut. Und dann einmal bis zum Hoteleingang. Einfach eine Gerade. Sehr schön. Das passt soweit auch. Und hier hätten wir sogar... Wartet mal, wir machen das mal anders. Wir könnten hier einfach den Weg so ein bisschen weiterfinden, würde ich fast sagen.
Kriegen wir den Einrastpunkt auch anders hin? Ja, so würde ich ihn gerne. Genau so. Jetzt können wir einfach... Wir machen mal, dass es gerade weiterläuft. Also so. Genau, dann kann man nämlich den Eingang hier von dem Laden ein bisschen besser erreichen. Reißen wir das Stück Zaun nochmal ab. Machen hier nochmal das Stück hin. Hey, passt das auch wieder hier hinten und vorne nicht. Und diese Einrastpunkte machen mich wahnsinnig. Okay, besser geht nicht. Passt aber auch soweit. So, und hier hinter machen wir natürlich wieder unseren altbekannten Zaun, wo man nicht durchschauen kann. So, super. Sieht doch schon schnieke aus. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir das Ding hier wirklich hinmachen, wie wir das Ganze verkleiden. Wir machen auf jeden Fall so einen Weg dann, wenn dann. Wieso ist denn da? Okay, so geht's aber. Ja, wenn, dann würde ich hier nämlich auch so einen Zaun drumherum bauen. Glaube ich. Ja, mal hier so ein bisschen basteln und mal gucken, wie das dann aussieht. So machen. Mal einfach so ganz stumpfen Zaun drumherum. Dass wir hier vorne dieses Stromzeichen haben. Warum nicht? Und dann machen wir nochmal. Vielleicht nochmal so ein Stückchen hier nach vorne. Ich würde hier gerne noch einen besseren Eingangsbereich machen. Ja, aber warum nicht? Lassen wir das Ding einfach mal so stehen. Ist jetzt auch nicht so wild, ne? Passt schon. Haben wir wenigstens den Platz ein bisschen befüllt. Sieht doch schon ganz gut aus hier mit den Menschen. Wir müssen natürlich jetzt noch einige Bäume und so hin. Ich will nicht so hohe Bäume eigentlich immer. Ist halt echt doof, dass man die nicht beeinflussen kann, die Bäume, ne? Es gehen nur die niedrigen Bäume weg, die ich gerne hätte. Ist auch nicht. Egal, lassen wir so. Das ist schon in Ordnung. So, hier wird jetzt ordentlich bewaldet. Baller hier einfach alles zu. Das passt schon. So, super. Oh, wisst ihr, was ich vergessen habe, Leute? Mal wieder. Eieiei. Ich hab mal wieder das Tor vergessen. Nein, wo soll ich das denn hinmachen? Natürlich ist doof, ne? Kann ich es auch nicht hinmachen, weil das direkt am Weg ist. Eieiei. Hier oben ist auch doof, ne? Kann das hier auch nirgendwo hin machen. Da müssen wir uns gleich noch was überlegen. Boah, ich habe eine Idee. Wisst ihr was? Haben wir eigentlich hier ein Tor rein? In das Gehege? Auch nicht, ne? Haben wir das hier auch vergessen? Tatsächlich, ich glaube schon. Das heißt, wir müssen auch noch hier ein Tor reinmachen. Aber dann können wir von diesem Gehege einfach ein Tor in das andere Gehege bauen. Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen geschlagen. Machen wir das Tor einfach hier hin. Und dann machen wir hier hinten verstecktes Tor hier rüber in das Gehege. Und dann passt das, denke ich. Ja, das ist gut. Dann können wir nämlich hier alles bewalden, wie ich es geplant hatte. Einfach zu wie die Wald. Hier auch. Der Industriebereich soll ja sowieso versteckt sein. Wir können alles voll hier hinter. Definitiv. So. Und da müssen wir mal gucken, wie viel Wald wir hier noch hin machen.
Ich würde fast sagen, dass wir hier eine Baumreihe hintermachen. Aber dann mal so ein Stück unbewaldet lassen. Versuchen, das so ein bisschen natürlich wirken zu lassen. Und das nicht sehr einfach ist. Auch nicht zu viel hier. Schon wieder ein Riesenbaum drin. Der kann weg. So, dann ist es halt hier sehr bewaldet. Ist ja auch nicht schlimm. Ich glaube, dann haben wir schon hier unseren letzten Bereich auch fast fertig. Müssen natürlich gleich das Gehege da noch gestalten. Und hier vorne das noch verstecken. Hier soll auch Wald vor. Wir haben jetzt mega viel Wald in dem Park, aber das ist jetzt auch nicht so weiter, nicht so schlimm. Das sieht doch schon ganz ordentlich aus, ne? Wenn man mal von hier guckt. Das ist ganz schick. Gehegegestaltung müssen wir natürlich hier oben machen. Hier oben ist nämlich die einzige gerade Fläche. Soweit. Das ist hier auch keine Wasserhöhe. Boah, ey. Diese, dass man nicht mal Wasser auf alle Höhen bauen kann, das macht einen halt auch wahnsinnig, ne? So, machen wir mal. Und dann machen wir hier, ja, kommt der ein Fleischfresser rein, also machen wir hier einen Fleischfutterspender hin. So. Und so ein Ziegenfutterspender, der kommt auch noch hier hin. Ah, nicht so. Verschwinden mir zu viele Bäume. Ja, packen wir den doch. Packen wir den noch irgendwo hier hinten hin. Ja, hier hinter das Hotel dann halt. Genau, und dann müssen wir auch das hier nochmal ein bisschen mit Bäumen und so verkleiden. Nicht zu viel. Aber auch nicht zu wenig. Möglichst so am Rand. Ich will aber halt auch nicht alles mit Bäumen vollklatschen. Hier hinten der Bereich ist an sich nicht schlimm. So, der Kram ist fertig. Und wir werden jetzt gleich noch Pflanzenfresser hier für das große Gehege freilassen. Und noch Fleischfresser hier für dieses Gehege. Ich würde sagen, Fleischfresser suchen wir gleich mal gemeinsam raus. Pflanzenfresser habe ich schon einige aufgeschrieben, die ihr in die Kommentare geschrieben habt. Also das ist kein Problem. Aber wir schauen mal bei Fleischfresser. Ich will jetzt auch nichts mega krasses nehmen. Weil wir haben da halt nicht den sichersten Zaun, ne? Also wir nehmen sowas, ja, im Mittelgewicht, denke ich mal. Sowas in Richtung Kano, Cerato, so ungefähr in der Größenklasse. Ich würde auch gerne was nehmen, was ich sehr, sehr selten nehme. Ich glaube, ich nehme mal den Metria Canto. Den nehme ich wirklich super selten. Da ist er und der hat eigentlich echt schicke Skins. Wir können hier mal eben gucken, welche Skins wir nehmen. Ich weiß leider nicht, wie die aussehen, aber ich würde sagen, wir nehmen mal einmal Regenwald. Da kann man nie was mit verkehrt machen. Boosten nochmal hier ein bisschen die Bewertung ein bisschen hoch. Auf 200 würde ich gerne kommen. Mit der Bewertung. So, 221, das ist super. Genau, dann brüten wir den mal aus. Wie viele machen wir denn davon? Wie viele können denn davon in einem Gehege normalerweise leben? Das ist jetzt eine gute Frage, das können wir mal nachgucken. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen zwei, aber das Gehege ist ja gar nicht mal so klein. Das heißt, wir können eventuell auch drei machen. Ich guck mal bei Sozial. 1 bis 2, aber wir haben soziale Bedürfnisse eh ausgestellt. Ich meine, ich hätte ihn jetzt hier auch pimpen können. Sogar bis zu 5. Aber ist mir egal. Wir lassen das dann einfach so und machen trotzdem 3. Weil ich habe die in den Sandkasteneinstellungen sowieso aus, die sozialen Bedürfnisse. Und dann machen wir noch einen dritten dazu. Machen wir hier mal das Waldlandmuster. Bin ich ja mal gespannt, wie die aussehen. Und wenn die fertig sind, bringe ich euch zurück. So, die Metrias werden jetzt hier nach und nach fertig. Und ich würde sagen, wir fangen an, die freizulassen. Da haben wir einmal Regenwaldmuster als erstes. Ja, sieht schon cool aus, ne? Gucken wir mal in der Sonne gleich. Ich habe da eine richtig schöne Färbung. Komm.
So. Oh ja, der sieht mega nice aus. Richtig schön bunt. Gefällt mir. So, der nächste, da haben wir lebhaftes Muster. Oh, der ist auch schick. Schöne gelbe, orangene Streifen. Oh, der hat ja einen putzigen Schrei. Super leise. Oh ja. Ja, der Metria ist schon echt ein schicker Fleischfresser, ne? Weiß gar nicht, warum ich den so selten mache. Weil der hat wirklich schöne Skins. Nicht wundern, ich war gerade mit dem Jeeps unterwegs, habe nochmal ein bisschen die Strecke abgefahren hier alles. Ist soweit alles in Ordnung? Der nächste. Ich weiß gerade gar nicht, welcher Skin das war. Hab ich vergessen. Boah, der ist auch schick. Ich glaube, das ist mein Favorite von denen. Die sind aber alle sehr cool. Ich weiß nicht, warum ich den so selten gemacht habe. Der hat echt coole Skins, der Metria. Richtig, richtig cool. Welcher Skin war das denn jetzt? Das war Waldlandmuster, genau. Ja, ich betäube die und bringe die ins Gehege. So, da kommen unsere Metrias geflogen. Kommen in unser neues Gehege neben dem Hotel. Das ist auch leider das einzige Hotel im Park. Mehr haben wir leider nicht unterbekommen bei dem Platz. Aber ich finde, wir haben relativ viele Gehege und Dinosaurier hinbekommen. Das finde ich echt gut. Schauen wir mal aus Besucherperspektive. Ja, durch so doppelte Gitterstäbe zu schauen, ist echt nicht so einfach. Hier mal ein bisschen reinzoomen. Na, da landen sie jetzt nach und nach. Das ist doch sehr cool, ne? Guck mal, da ist er. Dreht sich zu uns. Kommt sogar zu uns gelaufen. Ach, das ist doch toll, ne? Also ich finde, die passen super in unser Gehege. Da jetzt mampfen sie erstmal ein bisschen. Guten Appetit, Metrias. Denkt auf jeden Fall an Namensvorschläge für die drei bunten, gestreiften Fleischfresser hier. Da fallen euch sicherlich coole Namen ein. Da bin ich mir sicher. So. Leute, wir machen uns wieder an die nächsten Saurier. Ich weiß nicht, wie breit, weit sie sind, aber ich zeige euch mal, welche es werden. Habt ihr auch in die Kommentare geschrieben, zahlreich. Nämlich Camarasaurus 2 Stück und 3 Ankylosaurus. Dann haben wir schon 20 Dinosaurier in unserem großen Pflanzenfressergehege hier. Aber ich glaube, das wird nicht mal ausreichen. Also ich glaube, wir können hier noch mehr Dinos reinmachen. Also ihr dürft gerne noch weitere Dinosauriervorschläge in die Kommentare schreiben. Weil ich glaube, bei den 20 werde ich es nicht belassen. Ich glaube, da werden. Ja, so 25 werden es, glaube ich, werden. Wenn wir noch ein paar kleine und so reinmachen. Vielleicht. Ja, schreibt einfach mal was in die Kommentare. Ich will euch jetzt hier nicht spoilern. Mir schwirrt da aber schon was vor. Ich würde sagen, wir lassen jetzt mal die Ankys frei. Einmal Regenwaldmuster. Na, der Ankylosaurus hat leider sehr langweilige Skins. Ist aber ganz toller Dino. Auch einer meiner Lieblinge. Auch keine spannende Animation. Aber da ist er. Ist doch ein schicker Dino. Also kann man auf jeden Fall in jedes Pflanzenfressergehege dazu packen. Das war, glaube ich, der gleiche Skin. Das Problem beim Ankylo ist, dass der nicht so hohe soziale Kompetenzen, sage ich mal, hat. Also den kann man nicht mit so vielen verschiedenen Dinosauriern in ein Gehege packen. Das mag der nicht so gern. So. Könnt ihr bitte hier weggehen, damit ich gleich den anderen sehen kann? Wahrscheinlich tun sie es eh nicht. Dschungelmuster ist der letzte. Der hebt sich auch ein bisschen ab von den anderen. Ich finde es echt schade, dass der keine Animation hat. Also der schreit nicht, der hopst nicht. Der Stego zum Beispiel, der hat ja voll diesen süßen Hops. Den mag ich richtig gerne. Ich bringe euch zurück, wenn die anderen beiden hier fertig sind. So, sie sind fertig. Regenwaldmuster lassen wir frei. Sehr gut. Sieht super aus, der Dino. Hat eine tolle Farbe, finde ich.
Zwar nicht sehr auffällig, aber die gefällt mir sehr gut. Die Ankis, denen geht's übrigens gut. Die sind nur betäubt. Also nicht wundern. Und Dschungelmuster haben wir. Der hält sich natürlich komplett ab von dem anderen. Sieht aber auch sehr schick aus von der Farbe. Sehr gut. Das sind unsere neuen Bewohner. Die bringe ich alle ins Gehege und dann bringe ich euch zurück. So, da kommen unsere Dinosaurier geflogen. Und wir können ja mal eben schauen, wie viele Dinos wir jetzt insgesamt im Park haben. 39 Stück, das finde ich gar nicht so schlecht. Sehr hohe Vielfalt. 5-Sterne-Bewertung bei Dinosauriern, das ist auf jeden Fall gut. Anlagenbewertung ist leider nicht ganz so gut. Na, ihr seht schon hier, Transportbewertung und Nahrungsbewertung könnte höher sein. Aber ich habe jetzt auch zum Beispiel bei den ganzen Fastfood-Restaurants so nichts eingestellt. Von wegen, dass die auch was anderes verkaufen und so. Ich glaube, das würde das Ganze auch nochmal steigern. Da landen sie auf jeden Fall gerade. Und jetzt sind wir fast fertig mit unserem Park. Auch der Kamara landet. Ja, und unser Park ist doch eigentlich echt schnieke geworden. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Wir werden beim nächsten Mal auf jeden Fall nochmal eine Besichtigung machen von allen Gehegen und allen Attraktionen, die Gyrosphärenfahrt, die Einschienenbahn. Und wir werden noch weitere Dinosaurier in dieses Gehege freilassen. Zumindest ein paar, also nicht mehr viele, aber so ein paar, denke ich, könnten wir hier schon noch reinmachen. Ihr seht ja schon, wie viele hier drin sind und wie zahlreich die sich hier tümmeln. Und unser Park ist echt cool geworden. Also ich freue mich darüber. Also ich bin echt froh, dass wir noch so viele Dinos in diesen Park hier untergebracht bekommen haben. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hoffe, euch gefällt der Park auch. Und denkt auf jeden Fall an die Namensvorschläge. Wir haben heute 13 neue Dinosaurier im Park bekommen. Und ihr habt noch eine Chance, hier in meinem Mountainpark verewigt zu werden. Das wäre echt cool. Also wenn ihr schöne Namensvorschläge habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Einmal für die Metriacanthus hier. Und natürlich für die neuen Pflanzenfresser. Wie viele haben wir freigelassen? Doch 10 Stück, ne? Ja, also insgesamt 13. Und falls euch das Projekt gefällt, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr von Jurassic World Evolution sehen wollt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und schreibt mal in die Kommentare, falls ihr noch eine Idee habt für ein neues Parkbuilding-Projekt. Also irgendwie ein Motto, ein Thema oder sowas, bevor ich es vergesse. Damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.